Wer ist Aurelia Fischli? Also mein Name, ich darf mich ganz kurz mal vorstellen, dann gehen wir zu Aurelia Fischli. Mein Name ist Mario Burkhardthofer. Ich leite in Zürich einen Offspace, einen sogenannten Raum für Medienkulturen, und der befindet sich in der Roten Fabrik zurzeit. Diese Frage, wer ist Aurelia Fischli, steht natürlich im Raum. Die wurde im Rahmen des bisherigen Wahlkampfes, des Online-Wahlkampfes, vielleicht noch nicht zur Befriedigung aller beantwortet. Aurelia Fischli ist eine Figur, ist eine Identität, eine multiple Identität, die unter anderem die unabhängigen Kunsträume in der Schweiz vertritt oder durch diese vertreten wird und die ins Leben gerufen wurde, um ganz unterschiedliche Themen hier also in das Kulturministerium mit einzubringen. Das heißt, wir stellen uns hier nicht als Einzelpersonen zur Wahl, aber die Aurelia Fischli ist sehr wohl eine ganz konkrete Identität, die es zu wählen gilt. Im Hintergrund vertreten durch ganz viele Personen der unabhängigen Kunsträume in der gesamten Schweiz. Und ich darf also heute und der Daniel Sutter auch ganz konkrete Themen aus unserer Arbeit vorstellen, die wir hier im Wahlkampf der Aurelia Fischli vorstellen werden. Aurelia Fischli wird in den folgenden Veranstaltungen dann auch noch andere Themen zur Sprache bringen. Medienkultur, das ist jetzt mein Thema, das ich einbringen möchte, spannendes Thema, vor allem in Zeiten der Online-Wahlkämpfe, wie wir es also gerade jetzt auch hier in diesem Kulturministerium sehen. Wir befassen uns also in Zürich mit Themen der Politik in medialen Räumen, Informationsverbreitungen, Informationsprozesse, Kunst in medialen Räumen. Wie können Künstler in solchen Räumen also aktiv werden oder sich eben, wie in diesem Fall, also zur Wahl stellen. Ich habe ganz konkret, ich habe jetzt einen Pullover mit, den habe ich da draußen jetzt irgendwo liegen gelassen. Ich glaube, ich gehe den ganz kurz holen und gebe an den Daniel Sutter weiter. Also kurz vorstellen, Max Brandt oder Daniel Sutter. Ich bin freier Ausstellungsmacher. Ich verfolge ganz fest mit dem Off-Off die unabhängigen Kunsträume, und da sind viele Themen sind da drin, diese Basisräume, also Basisräume, die eine demokratische Ausrichtung haben, eigentlich zur Kunstszene und zur Kulturszene. Das ist mir enorm wichtig, also eine offene Kunstszene zwischen den Institutionen und auch den kommerziellen Galerien, um dort ganz, ganz aktiv zu werden, um basisorientierte Kunst weiterzutreiben. Ich komme nachher zu dem 20 Sekunden.